Ich hoffe, gezeigt zu haben, dass wir vieles besser machen können. Dabei sollten wir im Kopf behalten, dass nicht wir Verbraucher etwas verbrochen haben, auch wenn manche Vertreter der Kunststoffindustrie das behaupten. Ich glaube ja nicht einmal, dass die Industrie bewusst giftige Materialien hergestellt hat, die nicht abbaubar sind. Wir alle sind irgendwann in den Strudel des Plastikversprechens geraten. Die Befreiung von Schranken, die Natur und Zeit uns auferlegen. Aber mittlerweile gibt es Plastik seit 100 Jahren. Wir müssen neu überdenken, wie wir zu synthetischen Materialien stehen. Wie Sie gesehen haben, meinen das auch sehr viele Experten. Danke fürs Zuschauen. Sind Sie ein Umweltaktivist? Ob ich Umweltaktivist bin? Ob ich was bin? Ein Umweltaktivist. Auf jeden Fall. Ich bin ein Umweltaktivist. Ich sehe mich als Wissenschaftler. Annähernd, würde ich sagen. Der ist gut. Umweltaktivist? Was bedeutet dieses Wort? Ich bin Chemieingenieur. Ich bin Chemiker. Gute Frage. Bis zu einem gewissen Grad, doch. Ich widme mein Leben jetzt der Arbeit an etwas, das umweltfreundlich ist und denke, dass das Zukunft hat. Sie fragen, ob ich Umweltaktivist bin. Ja, das bin ich. Ja. Ja, bei mir geht das als angeboren. Ich weiß nicht, ob ich mich Umweltaktivist nennen würde, aber ich möchte nichts tun, was der Umwelt schadet, sondern nur Dinge, die gut für sie sind. Ich bin Umweltaktivist. Einen überzeugteren finden Sie nicht. Mir liegen viele Umweltthemen sehr am Herzen. Ich bin Mitglied der Umweltgruppe von Butte County. Ich bin Umweltaktivist. Ich bin kein Öko-Freak, falls Sie das meinen. Was glauben Sie denn, was es bedeutet? Im Prinzip bin ich schon einer. Manche würden wohl sagen, dass ich einer bin. Auf jeden Fall, wir sind Farmer und Farmer sind die ersten Umweltaktivisten. Im pragmatischen Sinn. Die meisten meiner Freunde sehen in mir einen Hippie, einen Vegetarier, der jeden Baum liebt. Ich denke, dass es Tag für Tag mehr von uns gibt. Und je mehr wir werden, desto besser wird das auf unserem Planeten aussehen. The change I wish to see. I endeavor to shed light on blindness, speak my mind with patience and kindness. You know what I'm doing, I'm scoping for hope. There's no better time than to share with cope. But it's not all Mama Earth's timeline. We all have our own steady rate of decline.